Hey, was geht ab, Leute? Team Bubble Tier. Und wir werden heute ein bisschen über Cosmo gehen. Haben ja letztens YCS gewonnen und auch noch mehr. Oh yes, geiles Deck, Leute, geiles Deck. Ja, also Cosmo ist ja seit dem letzten Set draußen. Da gab es vier Monster, ein Spell. Und zwar gab es da Farm Girl, Goodwitch, Slip Rider, Forerunner und Cosmo Town. Es war echt interessant, es war gut, es konnte aber nicht mithalten, weil es einfach an Monster und an Stabilität gefehlt hat. Es hat sich aber jetzt geändert, durch den jetzigen Support, der gekommen ist. Das einzige Interessante, was es gab, da ist Peter Groß auf der YCS in Rimini mit dem Trackbreak Splash Top 8 gekommen ist. Und das in den USA auf den IG-Turnieren sehr viel in den Tops gespielt wurde, hat aber auch damit zu tun, dass die IG-Turnier eine eigene Liste hatte, wo die stärkeren Decks ein bisschen geschwächt waren. Und zu dem Zeitpunkt war es noch, dass Juraghetto, der nur in den USA spielbar ist, auch groß was ausgemacht hatte. Aber den hat man aber nicht gespielt, sondern auf der YCS. Auf der YCS nicht mehr, aber auf den IG-Turnieren. Dann schon. Bevor der Support kam. Genau. Also als die ersten vier Monster gab auf den IG-Turnieren, das war auch ein Mitgrund, warum der Preis von Farmville damals explodiert ist, weil die Amerikaner auf den IG-Turnieren, die von der Preissupport her sehr gut waren, Cosmo ziemlich gut dabei waren und deswegen sind auch die Preise damals einmal so hochgeschossen. Man wusste natürlich, dass Support kommen wird, dass der Support auch gut wird und wurde gut. Und zwar kam Cosmo Strohmann, es kam Cosmo Bösshexe, Cosmo Dogfighter und natürlich die Überkarte in dem Deck, die wichtigste Karte, Cosmo Destroyer. 150 Euro, Leute, 150 Euro, Dennis, leide die. Noch nicht, aber egal. Holt sie euch schnell. Genau, und durch diesen Support hat dieses Deck, ja genau, da kam auch noch Lichtschwert, aber eigentlich richtig irrelevant, weil die auch keine Spielkarte ist auf der YCS zum Beispiel. Aber dank diesem Support wurde das Deck einfach stabiler, stärker und auch sehr dominant. Hat die YCS gewonnen in San Jose. Gegen was hat das alles gewonnen? Oder was war alles vertreten? Auf dieser YCS, die noch nach alter Liste gespielt wurde, am letzten Wochenende, als die Liste noch aktiv war. Aber mit den neuen Karten? Wurde mit den neuen Karten gespielt. Das heißt, Cosmo mit seinem neuen Support musste sich nochmal ganz zum Schluss vom Format gegen Chagoy, BA, Clifford und Necros in ihrer eigenen Stärke beweisen. Ja. Und dass die Top 4 aus 4 Cosmo bestanden haben, denke ich, sollte einiges sagen, dass die alten Decks trotzdem mit Cosmo nicht mitteilen waren. Was sich zum Beispiel auch geändert hatte, eine große Schwäche von Cosmo war immer, dass sie ja meist nur eine Normalsamme erstmal hatten, um ihr Feld aufzubauen. Es gab noch Teleport mit dazu, aber was das Ganze auch mitgeändert hatte, war Reasoning. Genau. Man sieht es hier schon an unserer Auflistung. Wir haben Level von 8, 7, 6, 5, Doppel 4, 3 und 2. Es ist für den Gegner fast unmöglich, bei Reasoning richtig zu sagen. Wenn der Reasoning aktiviert wird, kann er eigentlich fast nur das Level sagen, wo er im Moment seinem Spielfeld entsprechend das sagt, was ihm wirklich sein Spiel zerstören würde. Aber ansonsten Reasoning fast nicht möglich für den Gegner richtig zu treffen. Und daher, Reasoning gibt nochmal eine zusätzliche Summon aus, was das Deck auch nochmal brutal gestärkt hat. Ja, was aber auch wichtig ist bei Reasoning, ist eine externe Summon, sprich einige Karten können diese Karte nicht negieren, wie zum Beispiel jetzt auch Magic Spectre, Tempest, glaube ich, heißt die. Ja. Die Counter-Trap. Genau, die kann diese Karte nicht negieren. Super. Ja, was man noch sagen kann. Die Kombos, die generell möglich sind, durch die Karten, die neu rausgekommen sind, sind fast endlos. Die Sache, vor allem mit Strawman, auf der YCS wurde das noch ein bisschen anders geregelt. Man kann Strawman rauslegen, sagen wir, der ist gebanished, der liegt auf der Hand. Ich aktiviere Strawmans Effekt, um den Entfernten zu beschwören. Ich kette seinen Effekt an, um ihn zu entfernen, ihn von der Hand zu beschwören. Der Destroyer kommt zwar weiterhin ohne seinen Effekt, würde aber in der Endphase nicht zerstört werden. Das heißt, durch diesen einen Strawman kriegt man gleich die zwei großen raus. Dann generell auch die OTK-Möglichkeit, allein durch Destroyer, brutal geworden. Ja. Das Gute an Destroyer noch ganz kurz ist, er zerstört irgendein Monster. Genau, er zerstört irgendein Monster, sprich, er kann sich auch selber zerstören, ja, weil er sagt, er kann auch nicht gezielt werden,
aber nur durch gegnerische Karten. Sprich, er kann durch seinen eigenen Effekt zerstört werden, um zum Beispiel eine andere Karte zu holen. Ja, zum Beispiel auch wieder diese Möglichkeiten, dieses Feld besteht, Farm Girl greift an, kann seinen Effekt triggern, sucht uns den Destroyer, der Forerunner greift an, genau. Nach dem Angriff, Farm Girl Effekt, Destroyer kommt, Destroyer zerstört unseren eigenen Forerunner, wird zerstört, Effekt triggert, holt uns noch einen Slip Rider und dann greifen die beiden noch an. Zum Beispiel. Also, Antibiotika-Möglichkeiten sind aus dem Nichts. Ja. Also wirklich, das Deck an sich durch den neuen Support ist wirklich sehr, sehr stark. Ob es ein T0-Deck ist, bezweifeln wir. Auf jeden Fall T1. T1 auf jeden Fall, es kann mithalten, es ist oben dabei, es wird mit Sicherheit auf die Hürde gewinnen. Vielleicht auch die nächste YCS in Lille, man weiß es nicht, was da jetzt kommen wird. Aber das Deck ist wirklich enorm stark. Auch nicht zu vergessen, allein auch diese Karte, Cosmo Start, die wohl beste Spielzeugzauberkarte überhaupt. Ja. Was sich auch noch so ein bisschen geändert hat, der Trend ging auf der YCS schon dazu, dass gar nicht mehr zwei Hornets gespielt wurden. Ja. Mittlerweile, in meinem eigenen Test, auch das, was wir miteinander getestet haben und was man auch sonst so sieht, ist Hornets fast schon komplett aus den Decks verschwunden. Auch andere Monster, sondern dass das Deck rein, das ganze Monster-Lineup nur noch Cosmos ist. Vor allem auch eben daher, dass wir jetzt mehr Monster zur Verfügung haben. In höheren Ausführungen sind fast nur noch die Cosmos. Liegt zudem auch an Reasoning, dass Reasoning mit anderen Monstern nicht abkommen würde. Hornets würde noch gehen, würde Hornets beschworen werden, kann ich sie durch ihren Effekt noch selbst auf die Hand nehmen. Aber selbst Hornets schon aus dem Index verschwunden. Ja, Max C ist aus dem Index verschwunden. Max C aus dem Index verschwunden. Juragedo wird der Schicksalteil von vielen Karten. Das Juragedo, sobald er bei uns erscheint, dann kommt, wenn er keine Rolle mehr spielen kann. So wie es früher schon bei einigen Karten waren, bis sie bei uns spielbar waren, haben sie keine Rolle mehr gespielt. Also Juragedo wird bei uns wahrscheinlich auch funktionieren wie zum Spiel. Durfte man den Sub-Hose spielen schon, oder? Er hätte ihn spielen dürfen, aber er wurde auch Deutschland nicht mehr gespielt. Ja. Also ich denke, also wenn jetzt auch im Dezember bei uns erscheint, Juragedo wird man nicht mehr sehen im Großmarkt. Was haltet ihr vom Preis-Leistungs-Verhältnis zurzeit? Enorm. Also sprich, Farm Girl ist ja eine Zeit lang gestiegen, aber die ist jetzt auch wieder gesunken. Schon? Auf wie viel ist die jetzt? 50 bis 50. Ja, die war aber auf wie viel? Auf 70 oder 80? 90. Auf 90 war die schon, die ist aber gesunken. Aber dafür steigt der Preis hier natürlich. Ja. Er hat angefangen bei, ich glaube, 80 und ist jetzt bei 150. Nein, bei 120. Aber man muss ehrlich sagen, diese Karte ist enorm stark, erinnert eigentlich an alte DRD-Zeiten, wo DRD auch diesen Hype hatte oder beziehungsweise auch, da war halt schon richtig krass. Die metadefinierte Karte. Genau. Ansonsten, Leute, stellt die Destroyer nicht mit 110 rein, sondern für 150, damit der Preis ein bisschen mehr steigt. Ihr kriegt es sowieso los, keine Sorge. Ich glaube an euch. Auf jeden Fall, das Deck mega stark. Ich denke, kriegt noch weiter Support im nächsten Set und wird auf jeden Fall bis in den nächsten Monaten oder nächsten Turnieren auf jeden Fall dominieren und ein Tier 1 Deck bleiben. Was man auch nicht vergessen sollte, und zwar in der nächsten Edition kommt der Cyber Dragon Infinity raus. Momentan, nach dem Bandlist-Stand, hätte jedes Deck noch die Möglichkeit, mit Ptolemäus draufzukommen. In Japan haben sie das aber schon geändert, indem Ptolemäus gebannt wurde. Das heißt, in Japan ist Cyber Dragon Infinity fast nicht mehr zu spielen. Sollte das bei uns passieren, dann haben wir aber Slip Rider. Und zwar spielt man jede von den großen dreimal. Bis auf den, da ist nicht sicher, aber den und den dreimal. Man kann mit beiden, mit zwei Slip Ridern auf Cyber Dragon Nova gehen und kriegt dann trotzdem noch Infinity. Also, im ersten Flug sogar. Sollte Ptolemäus dasselbe Schicksal bei uns bekommen wie in Japan, dann ist Cosmo eines der wenigen Decks, was Main Deck, immer noch Infinity rausgekommen. Yes. Darf man nicht vergessen. Auf jeden Fall ist er stark. Schreibt unten in die Kommentare, was ihr von Cosmo haltet, ob ihr spielt. Ansonsten wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere anderen Videos ab. Hebt die Preise an. Checkt unsere Sponsoren ab und leidet nicht. Astral Deck Super Rares 5 Euro schon.